Hey, was geht? Heute gucken wir uns mal an, wenn diese Kreatur nicht gefilmt worden wäre, würde niemand es glauben, glaube ich. Von erstaunt. Ja. Bevor wir loslegen, kommen die Begrüßungen. Ich gucke aber erst mal nochmal nach. Okay, beim letzten Video hat jemand geschrieben, kannst du mal den Niklas von Fabian grüßen. Wie gehört? Das mache ich. Ja, also zum Video losgehen, oder? Los geht's. Das immer, los geht's. Er wird die Erde von einigen sehr verrückten Kreaturen. Warte. Auflösung ist ein bisschen schwach. Ja, ich glaube, so ist besser. An Land um dem Meer wird die Erde von einigen sehr verrückten Kreaturen bewohnt. Von einer neuen, außerirdisch Oh. aussehenden Spezies mit Tentakeln in der Tiefsee Sieht krank bis hin zu aus. einem möglichen Drachen, der in China gefunden wurde. Wenn diese Kreatur nicht mit der Kamera eingefangen worden wäre, würde niemand glauben, dass es sie gibt. Wenn diese Kreatur nicht gefilmt worden wäre, würde niemand glauben, dass es sie gibt. Nummer 10. Tentakelschleppende Meereskreatur. Im Juli Okay. 2022 waren Tiefseeforscher im Pazifischen Ozean schockiert, als sie eine außerirdisch aussehende Boah, sieht Kreatur krank aus. mit Tentakeln sahen, die ihnen folgte. Die seltsame Kreatur, die wie eine knollige Pflanzenart mit einem Stiel aussah, wurde von den Wissenschaftlern an Bord der IW Nautilus, einem Forschungsschiff des Ocean Exploration Trust, gefilmt. Die Kreatur wurde von den Wissenschaftlern als atemberaubend beschrieben, da so etwas in der Tiefsee noch nie zuvor gesehen wurde. Die Tentakel der Kreatur waren fast 40 cm lang, ihr Stiel war 2 Meter und sie wurde in einer Tiefe von 3000 Metern unter der Oberfläche in einer unerforschten Region des Johnston Atolls vor der Küste von West Hawaii gesichtet. Zuerst dachten die Wissenschaftler, es könnte sich um einen Solumbellula Monocephalus handeln, der auch als Sea Pan bekannt ist. Aber solche Kreaturen gibt es nur im Atlantik und im Indischen Ozean, was bedeutet, dass es sich um eine neue Art handelt. Okay. Nummer 9. Koboldhai. Wenn du unter Wasser schwimmst, Habe ich wirst du schon oft auf gesehen, einen glaube ich. Koboldhai treffen, einer Ja, der nicht im Echt, aber schreiendsten im Fernsehen. Kreaturen der Tiefsee. Schau dir ein Ja. paar dieser seltsamen und schwer fassbaren Arten an, die auf Video festgehalten wurden. Jeder von ihnen sieht verdammt gruselig aus und das liegt daran, dass sie zwar klein sind, aber ein Die Maul und Auflösung sieht Zähne haben, komisch die aus. aussehen, als könnten sie deine Hand in Sekundenschnelle zerhacken. Der Koboldhai sieht ebenfalls außerirdisch aus und lebt in einer Tiefe von etwa 1300 Metern. Da er fast blind ist, ist seine vergrößerte Schnauze voller Elektrorezeptoren, mit denen er seine Beute aufspüren kann. Koboldhaie sehen zwar extrem furchteinflößend aus, aber sie sind eigentlich harmlos für Menschen und bewegen sich auch ziemlich langsam. Allerdings bewegen sich ihre Kiefer mit einer blitzschnellen Geschwindigkeit von 3 Metern pro Sekunde, was die schnellste Kieferbewegung aller Fische ist. Sie fahren aus dem Maul des Hais heraus, um Beute zu fangen. Sobald sie die Beute erwischt haben, fahren die Kiefer wieder in das Maul des Hais zurück und die Beute wird verschluckt. Nummer 8. Venezolanische Pudelmotte. Die Krass. venezolanische Pudelmotte ist eine freakig aussehende Kreatur, bei der man denken könnte, sie sei ein Produkt von Photoshop. Du musst aber zugeben, dass sie Putzig. sehr liebenswert ist. Ich glaube, die ist Die giftig, oder? venezolanische Pudelmotte ist eine neue Mottenart, die erstmals 2009 von Dr. Arthur Anker aus Bishkek in Kirgisistan bei einer Erkundung der Gran Sabana-Region in Venezuela entdeckt wurde. Obwohl sie normalerweise mit ähnlich aussehenden Motten wie der Bombyx mori verwechselt wird, handelt es sich um eine andere Art. Die pelzige Kreatur war nur etwa 2,5 cm lang. Bis heute ist nicht viel über die Pudelmoth bekannt, die nie wieder gesehen wurde. Deshalb fällt es Wissenschaftlern schwer, ihre Existenz zu beweisen und viele halten sie auch für einen Scherz. Nummer 7. Chinesischer Drache. Haben die Menschen in China endlich Beweise für die Existenz von Drachen entdeckt? 2017 stießen Einwohner der Stadt Zhangjiakou in der nordchinesischen Dass Provinz sich Hubei jemand Quatsch auf die glaube ich. skelettierten Überreste eines monströsen Wesens, von dem sie glauben, dass es ein Drache gewesen sein könnte.
Videoaufnahmen zeigen die Überreste eines über 18 Meter großen Skeletts, das aus einem riesigen Schädel, zwei kleinen Armen und einer Wirbelsäule besteht, die sich weit über das Gras erstreckt. Es wurde nie bestätigt, ob es sich bei der Kreatur um einen Dinosaurier oder einen Drachen handelte, aber manche glauben, dass sie absichtlich als Filmrequisite dort platziert worden sein könnte. Was denkst du? Nummer 6. Wolfsfisch. Hier ist ein weiterer kleiner, monströs aussehender Fisch, der in der Tiefsee wohnt. Der arktische Wolfsfisch sieht bizarr aus mit seinem riesigen Kopf und den scharfen Zähnen, mit denen er Krebstiere zermalmt, von denen er sich den ganzen Tag lang ernährt. Wölfe, wie in diesem Video, leben in Tiefen von 500 Metern, aber hin und wieder kommen sie in flachere Gebiete und werden dann von Menschen gejagt. Ja, obwohl der Wolfsbarsch grässlich aussieht, gilt er für die Menschen in der Arktis und vor allem in Island als Delikatesse, deren Geschmack als köstlich angesehen wird. Diese Wölfe sind einzelgängerische Kreaturen, die in den Gewässern des Nordatlantik heimisch sind. Sie sehen mit ihren kegelförmigen Reißzähnen aus wie ein tierisches Raubtier aus der Tiefe, aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht so schlimm. Wenn du nach Island kommst, solltest du unbedingt einen Wolfsfisch probieren. Frag die Isländer, sie werden dir sagen, dass es ein großartiger Genuss ist. Nummer 5. Aje Aje. Schau dir Edre und Elphaba an. Diese seltsam aussehenden Tiere werden Aje Ajes genannt. Sie gelten zu Recht als eine der seltsamsten Kreaturen der Welt. Aje Ajes sind eine Art niedlich aussehende Lemuren, die nur auf Madagaskar vorkommen. Sie sind bekannt für ihre seltsamen Merkmale, wie zum Beispiel ihre wulstigen Augen, riesigen Ohren, Haarbüschel, nagetierähnlichen Zähnen, die nie aufhören zu wachsen, und einen charakteristischen dünnen Mittelfinger. Der Aje Aje ist der größte nachtaktive Primat der Welt und jagt nach Nahrung, indem er an Bäume klopft, um Larven zu finden. Dann nagt er mit seinen nach vorne gerichteten Schneidezähnen ein kleines Loch in das Holz und entfernt sie mit seinem schlanken Mittelfinger. Aufgrund ihrer Heimat werden Aje Ajes nur selten in Zoos gehalten, aber seit 2015 ist der San Diego Zoo stolzer Besitzer von Fadi, einem in Gefangenschaft geborenen Aje Aje. Traurigerweise wurden Aje Ajes fast ausgerottet, weil die Einheimischen glauben, dass es ein schlechtes Omen sei, wenn man einen Aje Aje sieht. Nummer 4. Axolotl. Ja, der Axolotl, auch bekannt als der mexikanische Wanderfisch, ist einer der einzigartigsten Amphibien der Welt. Axolotl werden sowohl von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch von der Öffentlichkeit als Haustiere geschätzt. Sieht aus wie die Tropik, gell? In Heimat Mexiko fast ausgestorben sind. Axolotls sind neotenische Amphibien, das heißt, sie behalten auch als Erwachsene ihre jugendlichen Kiemen. Axolotls haben eine erstaunliche Fähigkeit. Sie können praktisch alle ihre Körperteile regenerieren. Wenn Axolotls längere Zeit im flachen Wasser bleiben, können ihre Kiemen absorbiert werden und sie beginnen an Land mit ihren Lungen zu atmen. Wenn Axolotls jedoch eine längere Zeit im tiefen Wasser verbringen, behalten sie ihre Kiemen für den Rest ihres Lebens oder bis sie für längere Zeit in flachere Gewässer umziehen. Nummer 3. Fregatte Bird. Ist das ein Vogel? Wenn ja, sieht es so aus, als würde der rote Ballon auf der Brust gleich platzen. Aber weißt du was? Das wird er nicht. Denn das ist der sehr ungewöhnliche Fregattvogel, der seine Brust aufbläst, um ein Weibchen während seines Paarungsrituals anzulocken. Fregattvögel sind eine Amselfamilie mit riesigen Schnäbeln und riesigen Schlundtaschen. Die sechs Arten bestehen aus einer Reihe von Superlativen, darunter die majestätischen, großen und kleineren Fregattvögel sowie die Weihnachts- und Himmelfahrtsfregattvögel. Dieser seltsam aussehende Vogel wird seinem Ruf vor allem wegen des riesigen, leuchtend roten Gänsekiefers gerecht, der den größten Teil seines Körpers ausmacht. Fregattvögel sehen zwar fantastisch und exotisch aus, aber ihr Verhalten ist eklig. Sie sind dafür berüchtigt, dass sie andere Vögel dazu bringen, ihr Futter wieder auszuwürgen, damit sie sich daran laben können. Krass. Nummer 2. Rote Babykrabben. Die Krabbenwanderung auf der Weihnachtsinsel ist ein beeindruckender Anblick. Zu dieser Zeit sind Straßen und Strände mit Schwärmen von roten Babykrabben übersät, die sich auf den Weg zum Meer machen. Die Weihnachtsinsel ist ein kleines Gebiet im Indischen Ozean in der Nähe von Indonesien.
Sie hat eine kleine Bevölkerung von etwa 2000 Menschen, aber rund 50 Millionen Krabben sind dort zu Hause. Jeden Winter krabbeln die weiblichen Rubinrutenkrabben vom Wald zum Meer, um zu laichen. Sobald die Babykrabben geboren sind, machen sich die winzigen Tiere auf die beschwerliche neuntägige Reise zurück in den Wald. Komisch, aber sowas hätte ich jetzt auch schon bei Spinne oder so. Große Landstriche und Strände von einem sich bewegenden roten Teppich aus Krabben bedeckt sind. Wildtierexperten bezeichnen sie als eine der größten Wanderungen der Welt. Nummer 1, Riesenkrebs. Okay. Sieh dir unser Vorschaubild von diesem Monsterkrokodil an, das in Simbabwe gefangen wurde, einem Land, das für seine Sambesi-Krokodiltouren berühmt ist. Der Sambesi gilt als einer der tödlichsten Flüsse der Welt, der von Raubtieren bevölkert wird. Flusspferde und Krokodile sind in diesem Gewässer, aber wenn du glaubst, dass diese Tiere groß sind, dann warte, bis du den Dominator unter Wasser siehst. Wenn es um Krokodiltouren geht, gibt es nichts Besseres als das Land Down Under, wo Aussie Croc Tours dich ganz nahe an echte Monsterkrokodile heranbringt, die sogar mehrere Meter in die Luft springen können. Ein solches Krokodil, das sehr berühmt ist, ist der Dominator, der oft auf diesen Touren zu sehen ist. Krokodiltouren in Australien können dir Angst einjagen, weil diese Biester so nahe sind und nach etwas Essbarem suchen. Achte also darauf, dass du dich niemals aus dem Boot beugst, denn du würdest den Tieren buchstäblich. Okay, wir gehen zum Ende. Würdest. Ah, Scheiße. Also, das war's für mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.